Burger, Pommes, Nuggets, Go! Und damit hallo zu diesem neuen Video. Heute wieder mit Paul Cedric. Hallo. Und ja, schön, dass du wieder da bist. Ja, gerne. Oder immer noch, ich will immer noch sitzen. Genau. Heute testen wir eine Pepsi Mango und zwar mit Zero, also eine Zero Pepsi. Ah, das ist eigentlich gar nicht mal so gut, Zero. Ja, ich mag Zero auch nicht so gern. Ja. Finde ich nicht cool eigentlich. Mhm. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe letztes Mal mit meinem Bruder, den hast du auch mal gesehen im Video. Pepsi Lime war das doch, oder? Genau, Pepsi Lime, Experte. check das unbedingt ab, hier oben, genau hier. Und ja, die testen wir heute. Mhm. Ich habe sie geholt für einen Euro. 1 Euro irgendwas. Ist auch eine Export-Fanta. Eben, und da zahlt man mehr. Ich wollte auch Fanta sagen. Pepsi. Das sieht man auch daran, dass hier nochmal ein Etikett mit den Inhaltsstoffen und so weiter und das Pfand-Dingens hier raufgeklebt wurde. Finde ich cool, so Importprodukte, aber es ist halt teuer, ne? Mhm. Und, steht da, aus welchem Land es kommt? Puh, ich glaube nicht. Ich vermute irgendwas mit Polen oder so. Naja. Wahrscheinlich. Ja, du bist manchmal in Polen und holst da Getränke. Oder hast du mal welche gehabt? Einmal, ja. So, okay, nice. Genau. Ja, dann probieren wir sie einfach mal. Naja. Ja. Also, Mango-Pepsi, sehr interessant auf jeden Fall. Hast du auch noch nie, hast du auch noch nie getrunken, ne? Und was ich ganz spannend fand, ich schaue ja auch regelmäßig die Videos von Paul und da habe ich mal gesehen, dass du gesagt hast, dass du Pepsi sogar besser findest oder am liebsten magst. Und das finde ich krass, weil ich zum Beispiel liebe Coca-Cola am meisten. Ja. Allerdings finde ich Pepsi auch nicht schlecht. Mhm. Aber Pepsi haben die jetzt bei der normalen Pepsi-Cola auch Süßstoff reingemacht. Also sozusagen auch eine Zero-Cola mittlerweile. Na, das ist schade, finde ich. Die neue Rezeptur, ne? Dann groß. Aber stehst du trotzdem noch dazu, dass Pepsi besser ist? Ja, immer noch. Ja, natürlich. Also riechen tut es weniger nach Mango, als es schmeckt. Aber... Also man schmeckt, dass es Zero ist. Genau. Und der Mango-Geschmack ist auch sehr lasch irgendwie. Überhaupt nicht eigentlich fast. Also ganz leicht im Nachgeschmack. Nur. Ganz klein. Also das Design finde ich okay. Ich finde es eigentlich cool hier oben, aber ich finde die Mango ist jetzt auch nicht so super abgebildet. Guck mal, das Blatt ist auch gelb. Ja, das kann man fast nicht erkennen, dass es eine Mango ist. Also da designen wir mal irgendwann eine. Genau. Also sehr lasch. Ja, wenn es mit Zucker wäre, wäre es bestimmt viel besser gewesen. Aber man müsste vielleicht noch mehr Aromen hier reinmachen. Ja, und ich finde auch irgendwie, also es kann ja eigentlich keine Kohlensäure verloren gehen, denke ich. Aber sie schmeckt so, als wenn sie so ein bisschen offen war schon. Stimmt. Kennst du das? Ja, genau. Wenig Kohlensäure. Also, Paul meinte vorhin, er mag Kohlensäure auch nicht ganz so, also zu viel. Aber in dem Fall schmeckt es dann nicht so. Nee. Das schmeckt so, wie wenn du den Tag offen hattest in der Schule und dann am Nachmittag noch trinkst. Genau. Aber, ganz, also ein bisschen hat man schon Kohlensäure. Aber Mango schmeckt man kaum. Es ist auch nicht der schlimmste Zero-Geschmack, den es gibt. Mhm. Aber ja, muss man halt also Fan davon sein. Also das wäre echt kein Getränk, was ich jetzt sage, das will ich im Sommer trinken. Ja, also, da muss schon was mit Zucker sein eigentlich. Leider nein, ja. Genau. Was ich unbedingt mal testen möchte, das ist kein Zero-Produkt, das kann man, ich glaube, auf Amazon zum Beispiel bestellen. Pepsi mit Pineapple, also Ananas. Kennst du die schon? Ja, die habe ich immer irgendwo gesehen. Echt? Schon mal. Aber ich habe sie nicht getestet. Ja, gesehen. Ja, die will ich unbedingt mal testen. Es gibt auch eine Pepsi Salted Caramel, glaube ich sogar. Echt? Ja. Wir treffen uns irgendwann nochmal. Also Leute, genau, da kommen noch, noch genug Sachen. Kommen. Auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten. 10 ist gut, 1 ist schlecht. Wie viele Punkte gibst du der Pepsi Mango? Ja, 6 Punkte würde ich sagen. 6? Ja. Ich gebe der 4 von 10 Punkten. Mhm. Also das ist wirklich leider nicht mein Fall. Ja. Und gibt es bessere Pepsi-Sorten? Ja, genau, so sieht's aus. Zum Beispiel Pepsi mit... Ja, die Mette zum Beispiel. Hast du auch schon getrunken? Ja, ja. Glaube ich. Mhm. Und ja, genau. Ja, mein Bruder liebt auch Pepsi. Ja, dann war es das mit dem Video. Ich würde sagen, wir machen schnell einen Thumbnail. Ich mache einen Screenshot, also einmal so. Okay, klasse. Ja, dann war es das mit dem Video. Checkt das gleiche Spiel wieder, checkt den Paul gerne mal ab und lasst Liebe da. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Fast Food Army 4. Ever. Genau. Ciao.